Rom 1655, Papst Innozenz ist tot. Auf dem Konklave, das wir heute nachspielen werden, soll jetzt ein Papst oder eine Päpstin gefunden werden. Und jetzt müssen wir halt die einzelnen Regeln hier durchgehen. Dazu muss man zum ersten Aufträge erfüllen. Da bekommt jetzt jeder halt zwei Aufträge, die werde ich einfach austeilen. Mit Hilfe von Edelsteinen steigern wir jetzt um verschiedene Karten. Zum einen gibt es hier ganz links Aktionskarten. Dann haben wir hier sogenannte politische Karten. Und hier sind die Kardinäle, die jeweils eine Stimme bekommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der ersten Runde an. Jeder nimmt seine Steine, verdeckt hinter sich und bietet dann entsprechend. Und hepp! Es war so, dass ich schon immer die Idee hatte, ein Spiel zu entwickeln. Und, und dann ist man wirklich während einer Predigt, bei der ich nicht so sehr aufgepasst habe, eingefallen, aus dem Konklave, das da zu der Zeit auch stattgefunden hat, könnte man eigentlich auch ein Spiel machen. Die ganzen Mechanismen, die da ablaufen, könnte man eventuell spielerisch umsetzen. Und dann ist so nach und nach die Idee halt entstanden und gereift. Der Philippe, das ist eine ganz, ganz entscheidende Karte. Also der ist dreimal im Spiel drin. Und historisch ist es so, dass er per Edikt Kardinäle aus dem Konklave hat ausschließen lassen. Und das wird mit dieser Karte auch verdeutlicht. Zum einen hat der Philippe viel Geld gehabt, deswegen bekommt man, wenn man diese Philippe-Karte nimmt, sofort 5 Goldstücke. Das ist das Erste, was man bekommt. Das Zweite, was man machen kann, ist, beim ersten Philippe, den man hat, hat man den Schutz vor dem Philippe. Also dann kann kein Kardinal von einem selbst ausgeschlossen werden aus dem Konklave. Wenn einer jetzt seinen zweiten Philippe bekommt, also sprich, ich habe schon einen, wird einen zweiten bekommen, der ist nicht dreimal im Spiel drin, dann kann man von den Mitspielern einen Kardinal ausschließen. Sprich, der verlässt einfach das Spiel. Ist natürlich ein Nachteil. Am Ende des Spiels bringt der Philippe, weil er so viel Geld hat, auch nochmal Geld. Wenn man einen hat, bekommt man nochmal 5 Gulden. Wenn man 2 hat, 15 Gulden. Und wenn man 3 hat, gar 25 Gulden. Mit denen man sich dann auch entsprechend Stimmen kaufen kann. Aber Philippe ist eine ganz spannende Karte. Das ist ja das Schöne beim Spielen, der Faktor Mensch spielt eine große Rolle. Und an Menschen und die Handlungsstrategien von Menschen vorherzusagen, das haben wir vorhin auch beim Spiel gesehen, das ist halt immer noch glücklicherweise unmöglich. Und dennoch muss ein Spiel gut funktionieren. Das heißt, ein Spiel sollte auch dann gut funktionieren, wenn einer die Regeln weniger gut versteht, wenn einer auch vielleicht mal andere Spieler torpediert und denen eins auswischen will. Und dennoch sollte ein Spiel gut funktionieren. Und ob man das mit reiner Mathematik vorhersagen kann, wage ich zu bezweifeln. Dann benötigt es einfach viele Tests. Ich habe ja schon so geschwärmt von meinem Philippe. Nehmen wir auch den Philippe und nehmen wir 5 Goldstücke. Genau, die bekommt man ja sofort. Dann schnapp ich mir doch den. Och nö, das kann nicht wahr sein. Du hast noch kein Kardinal, sie hat schon 3. Das ist mein Kardinal gewesen. Das ist meiner. Ja, das liegt wahrscheinlich in der Natur einfach, dass man so eine gewisse Schadenfreude einfach ganz gerne hat. Und wenn man das so spielerisch eben erleben kann, steht ja auch kein Schaden für den anderen. Und deshalb, glaube ich, macht es dann großen Spaß, einem so einen kleinen auszuwischen. Der weiße Rauch. Jetzt endet das Spiel. Okay, dann ziehen wir mal aus. Fangen wir bei dir an. Schau erst mal, ob dein Auftrag erfüllt hast. Nein, mein Auftrag ist nicht erfüllt, weil mir der hier einmal fehlt. Mhm. 6, 7, 8, 9, 10, 15. Das wären dann noch 6 zusätzliche Stimmen. Wie viel hat man jetzt? 13 und 6 wären 19 Stimmen. Ja, 19. Sauber. Okay. Jetzt darfst du noch zählen. Naja, ich habe meinen Auftrag natürlich nicht erfüllt, weil mir ständig die Kardinäle geklaut wurden. 1, 2, 3, 4 und 5. Ne? Und dann habe ich 69 in Gold. Dafür kann ich mir 6 Stimmen kaufen. Also 11. Okay, dann wäre ich... Wir haben einen Papst. Der Papst, ja. Also ich gehe in der Regel jeden Sonntag in Gottesdienst. Also das ist mir, für mich ist es wichtig. Ich komme da runter vom Alltag der Woche und habe da eine Stunde für mich, wo ich zu Gedanken komme und zur Ruhe komme und dann auch, wie man an dem Spiel sieht, kreativ werden kann. Ja, also dieses
Verhandeln mit den Edelsteinen und dem Geld. Und die Aktionskarten, das ist auch, ja, bringt Schwung rein. Also ich finde es hervorragend, dass mal wieder ein Kartenspiel herausgekommen ist, weil der Markt besteht überwiegend aus Computerspielen und man kann eigentlich so gut wie gar nichts mehr offline spielen. Und ja, es hat einen hohen Spaßfaktor und man kommt mal wieder als Gruppe zusammen und kann zusammen in einer Gesellschaft was spielen. Ja, ein durchaus anspruchsvolles Spiel, das aber bei jedem Durchgang mehr Spaß macht. Mir persönlich hat das Setting ganz gut gefallen. Frühe Neuzeit ist was mich sehr interessiert und für jeden Geschichtsbegeisterten und auch jeden, der Kartenspiele oder Ersteigerungsspiele mag, ein absolutes Muss. Man spielt nicht nur, man hat nicht nur Spaß, sondern man lernt auch noch was dabei. Ich mag Geld.